Guten Abend in die Runde. Frage an Herrn Sommer. Warum haben Sie zugelassen, dass in der Vergangenheit die Arbeitnehmereinkommen und die Unternehmereinkommen so weit auseinanderdriften konnten? Frage Nummer 2. Beabsichtigen Sie, eine Gewerkschaftsbank zu gründen, damit die Arbeitnehmer in dieser von der Finanzkrise gebeutelten schweren Zeit eine Alternative zu den Banken erhalten, die alle mit diesen toxischen Produkten stark verseucht sind und einen starken Abschreibungsbedarf haben? Wollen Sie Ihren Arbeitnehmern nicht eine sichere, schuldenfreie Bankalternative anbieten? Ich bedanke mich, wünsche noch eine angeregte Diskussion. Auf Wiedersehen.